Heute sprechen wir darüber, warum sich trotz aller Anstrengungen deine Noten einfach nicht verbessern wollen. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, warum du dich extrem viel anstrengst, aber du trotzdem nicht irgendwie eine signifikante Verbesserung in deinen Noten erreichst. Denn ganz ehrlich, ist es nicht einfach super frustrierend, dass man sich sagt, hey, ich will wirklich was verbessern, ich streng mich wirklich an, weiß dann auch, ich sitze eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch, ja, und trotzdem bekomme ich nicht die Noten, die ich mir eigentlich gewünscht hätte und die ich mir vorgenommen habe. Und die Frage ist, woran liegt es? Denn ganz ehrlich, was wird einem die ganze Zeit gesagt, was man irgendwie tun soll, um irgendwie besser zu werden in der Schule, mehr lernen, mehr anstrengen, muss ich einfach nur länger an den Schreibtisch setzen und so weiter. Und das tust du ja bereits, nur irgendwie kommt trotzdem nicht das raus, was du dir so sehr wünschst. Und das liegt an zwei möglichen Komponenten. Diese zwei Komponenten sind zwei der drei Komponenten, die Erfolg ausmachen. Denn wenn wir uns das Ganze mal betrachten, was gerade im Schulkontext eine sehr, sehr große Rolle spielt, als allererster Part musst du was machen. Ja, wenn du nichts machst, dann können die anderen beiden Punkte so gut sein, wie sie wollen. Es wird nicht funktionieren. Aber du tust ja bereits was. Ja, deswegen ist die Frage, warum ist das, was du tust, nicht genug, um auf die Noten zu kommen, die dir wünscht? Ganz einfach, weil die zwei weiteren Komponenten aus der Gleichung in deinem Fall fehlen. Die eine Komponente sind die richtigen Strategien. Dann sind wir mal ehrlich. Du kannst so schnell, so weit und so lang laufen, wie du willst. Wenn es die falsche Richtung ist, in die du läufst, dann wird dir das Ganze nichts bringen. Und du kannst dich noch so sehr abrackern in irgendwas, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in einem Treibsand bist, dann kannst du so schnell versuchen zu laufen. Wenn es einfach das falsche Feld ist, dann wird es einfach viel, viel anstrengender und trotzdem nicht die Ergebnisse bringen, und es wird viel anstrengender sein, als du dir eigentlich wünschen willst. Ja? Und der dritte Punkt ist deine mentale Identität. Denn du kannst, das merken wir bei unseren Coaching-Teilnehmern ganz stark, du musst, um in der Schule gut zu sein und auch um überhaupt erstmal in unser Coaching aufgenommen werden, musst du wirklich sagen, ich will wirklich was verändern. Ich will wirklich richtig, richtig gut sein. Ich bin bereit, hier auch richtig viel reinzustecken. Ja? Wenn das gegeben ist, weil das ist das Fundament für alles, dann bringt dir all diese Anstrengungen nichts, wenn du nicht die richtigen Strategien hast. Weil du kannst so viel machen, wie du willst. Wenn es eine ineffiziente Arbeitsweise ist, die du an den Tag hast, wenn du nicht weißt, wie lerne ich genau, wenn du nicht weißt, worauf kommt es wirklich an in der Oberstufe, worauf kommt es wirklich an im Abitur, wie teile ich meine Woche richtig ein, ja? Wie bearbeite ich eine Klausur überhaupt richtig. Wenn du all diese Dinge nicht weißt, dann kannst du so viel machen, wie du willst, du wirst niemals auf das Ergebnis kommen, was du eigentlich haben möchtest. Ja? Deswegen ist Schritt 2 diese Strategie, das woran du scheitern kannst. Deswegen frag dich, weiß ich wirklich genau, wie man lernt? Weiß ich, wie das psychologisch abläuft? Weiß ich, wie man Inhalte langfristig abspeichert? Ja? Wenn nein, ganz wichtig, kommen wir uns zum Coaching, weil genau da geben wir diese Punkte mit. Aber, was wir bei unseren Coaching-Teilnehmern auch gemerkt haben, und das ist jetzt der dritte Punkt, wo dann eben auch die ersten zwei Punkte nicht reichen. Ja, viele denken, boah, ich habe von selbst den Drive, gehe bei Leo ins Coaching, bekomme die richtigen Strategien und dann funktioniert es. Ja? Und in vielen Fällen ist das schon so. Nur wenn du wirklich auch einen signifikanten Sprung machen möchtest, ja, also jetzt nicht nur von, keine Ahnung, 2,2 auf 2,0, sondern wirklich noch einen größeren Sprung, dann ist es nicht so, dass es nicht die Strategien dafür gibt, um das zu schaffen oder dass du so viel mehr machen müsstest. Eigentlich überhaupt nicht. Der Punkt, wo es bei vielen scheitert, wo wir mittlerweile auch bei uns im Coaching sehr stark darauf eingehen, ist diese mentale Identität. Was meine ich damit? Wenn du dein ganzes Leben lang so im schlechten 2er- bis 3er-Bereich warst, dann hast du immer so 2,8. Ja? Und dann kommst du auf einmal beispielsweise bei uns Coaching, lernst die richtigen Strategien, hast wirklich Bock, was zu verändern, wendest dir an und machst dann auf einmal einen richtig krassen Notensprung. Ja? Das ist im Kopf super schwer zu verarbeiten. Und deswegen ist es super wichtig, dass du dir eine neue Identität erschaffst. Ja, sprechen wir ganz viel im Coaching von uns darüber, sage ich immer wieder den Teilnehmern. Es ist zentral, dass ihr hier Gas gebt, und es ist auch zentral, dass ihr die Strategien umsetzt. Nur wenn ihr das getan habt, dann ist es im letzten Schritt nochmal wichtig, dass ihr neu über euch selbst denkt. Weil du kannst richtig gute Noten schreiben grundsätzlich, wenn du von dir selbst denkst, ja, aber eigentlich habe ich dich nie verliebt. Eigentlich bin ich immer noch die Person, die 2,8 schreibt. Dann wirst du vielleicht kurze Verbesserungen spüren, aber dann wieder darin zurückfallen. Deswegen muss ich auch tiefgründig in deiner Identität was verändern. Deswegen gehen wir auch darauf bei uns im Coaching ein, wie du wirklich in der Tiefe eine neue Person wirst, anstatt einfach nur irgendwie ein paar Dinge versuchen besser zu machen. Und das sind eben die zwei Punkte, woran es in der Regel bei dir scheitert. Wenn du gerade merkst, okay, ich lerne gerade super, 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 super viel, aber irgendwie kommt trotzdem nichts warum. Du hast entweder und oder nicht die richtigen Strategien
und oder eben nicht die neue Identität, die du annehmen musst, um wirklich auch auf dieses Niveau zu erreichen. Und wenn du lernen willst, wie man genau das eben auch für dich persönlich wirklich konkret ansetzt, was sind für dich die richtigen Strategien in deiner Situation und wie kannst du vor allem auch in dem Notensprung, den du machen möchtest, wie kannst du da auch von der mentalen Identität mitwachsen, dann komm sehr gerne bei uns ins Coaching, dafür einfach den Link erstens in der YouTube-Beschreibung oder eben den angepinnten Kommentar nutzen, einfach einmal draufklicken und dich eintragen bzw. bewerben und dann mit meinem Team mit dir sprechen und dann können wir schauen, ob ich dich da dann auch hinsichtlich persönlich begleite. Darauf freue ich mich, in diesem Sinne denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo.